Also wir kommen jetzt zu den Abstimmungen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 72, Antrag der Fraktion der AfD, Reformierung der deutschen Asylverfahren, 206396. Da fragen, wer dem Antrag zustimmt. Das ist die Fraktion der AfD. Wer ist dagegen? Das ist, wenn ich das richtig sehe, der Rest des Hauses. Darf ich fragen, ob es Enthaltungen gibt? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag abgelehnt. Tagesordnungspunkt 91, das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs von CDU und Bündnis 90 Die Grünen, hessisches Ausführungsgesetz zum 12. Buch Sozialgesetzbuch. Wir haben am Nachmittag, das haben wir auch bei 92/93 gemacht, den Übergang von der ersten in die zweite Lesung ohne Ausschussüberweisung beschlossen. Damit liegt uns keine Beschlussempfehlung aus einem Ausschuss vor, sodass ich über den Gesetzentwurf abstimmen lasse und da fragen, wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Also das ist sozusagen Zustimmung des gesamten Hauses bei Enthaltung der Fraktion Die Linke. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben. Tagesordnungspunkt 92, zweite Lesung, Gesetzentwurf CDU, Bündnis 90 Die Grünen, 206414. Hier darf ich fragen, wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Das ist CDU, Bündnis 90 die SPD. Wer stimmt dagegen? Die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten und der die Linke. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben. Tagesordnungspunkt 93, zweite Lesung, Gesetzentwurf CDU, Bündnis 90 Die Grünen, 206415. Das ist Anpassung von Fristen der Kommunalförderung. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Das ist das gesamte Haus. Ist denn jemand dagegen oder enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben. Tagesordnungspunkt 19 ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der AfD, Änderung des Hessischen Waldgesetzes. Hier lasse ich auch über den Gesetzentwurf abstimmen. Ich darf fragen, wer stimmt dazu? Wer stimmt zu? Das ist die Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist, wenn ich das richtig sehe, der Rest des Hauses. Frage zur Sicherheit, enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Tagesordnungspunkt 96, dritte Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der Freien Demokraten, stationsbasiertes Carsharing, 64-53, 63-12, 38-99. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Die Fraktion der Freien Demokraten. Stimmt jemand dagegen? Das ist die AfD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist die SPD und DIE LINKE. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Tagesordnungspunkt 97, dritte Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung, zweites Gesetz, Änderung straßenrechtlicher Vorschriften. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die SPD. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD, die Freien Demokraten. Wer enthält sich? Das ist DIE LINKE. Ich darf feststellen, dass der Gesetzentwurf damit angenommen wurde und zum Gesetz erhoben worden ist. Tagesordnungspunkt 98, dritte Lesung, Gesetzentwurf Landesregierung, Hessische Hochschule für öffentliches Management. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist, wenn ich es richtig sehe, der Rest des Hauses. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben.